Update Politik heute am 5. Oktober mit diesen Themen. Der Friedensnobelpreis wurde an diesem Freitag verliehen. Wir sagen euch, wer den bekommen hat. Außerdem geht es um einen Steuerbetrug, was nämlich die New York Times aufgedeckt haben soll. Es soll da um den US-Präsidenten Donald Trump gehen und seinen Eltern. Und es geht auch um die Landtagswahl in Bayern. Denn da hat nämlich Markus Söder einen Schuldigen gefunden, warum die CSU so schlecht abschneidet. Und ausnahmsweise hat mal alles funktioniert. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen zu der Echo TV Update Politik am heutigen Freitag. Ich begrüße euch ganz herzlich, die erste Update-Sendung im Oktober. Ja, wir sind nun schon so gut wie im Oktober. Das Jahr vergeht wie im Flug. Das ist sehr schön. Beginnen wir unser Thema heute, und zwar nämlich mit dem Friedensnobelpreis. Es ist die Woche der Nobelpreise, so viel kann man dazu sagen. Anfang der Woche, nämlich am Montag, Dienstag und auch am Mittwoch, wurden nämlich die Nobelpreise für Chemie, Medizin und Physik verliehen. Nicht in der Reihenfolge, aber entsprechend wurden sie verliehen. Der Literatur-Nobelpreis fällt in diesem Jahr aus, wegen entsprechenden Unstimmigkeiten und wegen einer sexuellen Belästigungssache, die dort in der Jury, nämlich unter anderem in diesem Komitee, nämlich stattfand, wird der Literaturnobelpreis in diesem Jahr nicht verliehen. Er wäre nämlich dann entsprechend gestern verliehen worden, beziehungsweise bekannt gegeben worden. Heute, am Freitag, wie immer dann am Ende der Woche, dieser Nobelpreiswoche, beziehungsweise der Ankündigungswoche der Nobelpreise, sie werden ja am 10. Dezember verliehen. Warum? Weil das nämlich der Todestag des Preisstifters Alfred Nobel ist, der ja das Dynamit unter anderem erfunden hat. Und heute wurde nämlich dann auch der Friedensnobelpreis verliehen. Der geht in diesem Jahr an zwei Menschenrechtsaktivisten, und zwar nämlich an Denis Mukwege und Nadia Murad. Sie werden nämlich für ihren Kampf gegen die sexuelle Gewalt und die als Waffe in den bewaffneten Konflikten genutzt wird, geehrt. Das hat das norwegische Nobelkomitee in Oslo heute mitgeteilt. Ganz anders als die anderen Nobelpreise, die ja in Stockholm bekannt gegeben werden, wird nämlich der Friedensnobelpreis in Oslo bekannt gegeben. Beide Menschenrechtler hätten herausragend gegen die Kriegsverbrechen gekämpft, erklärte die Jury am Freitagmittag. Beide haben auch durch dieses Engagement schon einen anderen Preis bekommen, und zwar nämlich den Sacharow-Preis der Europäischen Union. Der ging nämlich 2014 an Mukwege und zwei Jahre später, also vor zwei Jahren, so kann man das auch sagen, an nämlich Murad. Denis Mukwege, seines Zeichens eigentlich Arzt aus der Demokratischen Republik Kongo, habe sich nämlich auch bei der Hilfe für Opfer sexueller Gewalt nämlich gewidmet und wiederholt die Straflosigkeit für Massenvergewaltigungen verurteilt. Der 63-jährige Gynäkologe operiert in Ostkongo Frauen und Mädchen, die nämlich auch Opfer von Vergewaltigungen geworden sind. Er gilt als weltweit führender Experte für Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen und ist auch entsprechend ein Aktivist gegen sexuelle Gewalt. Nadia Murad, 1993 geboren worden, als im Jahr 1993 geborene Jeside Murad, die im Irak nämlich von islamistischen Terroristen, genauer gesagt vom IS, nämlich entführt worden war, ist nach Angaben des Komitees eine Zeugin, von den anderen erlittenen Missbrauch berichtet, heißt es. Das fünfköpfige Nobelkomitee sagte nämlich dazu, Zitat, sie hat ungewöhnlichen Mut bewiesen, indem sie ihr eigenes Leiden geschildert und im Namen anderer Opfern gesprochen hat, Zitat Ende. Ja, der Friedensnobelpreis ist im Übrigen auch sehr hoch dotiert, denn er wird mit 9 Millionen schwedischen Kronen nämlich dotiert. Umgerechnet sind es nicht mal 1 Million Euro, sondern knapp 874.000 Euro. Aus Deutschland kamen Glückwünsche. Bundeskanzlerin Merkel ließ von ihrem Regierungssprecher Steffen Seibert nämlich erklären, dass es zwei großartige Preisträgerinnen gibt. Nadia Murad und Denis Mukwege stünden für einen Schrei nach Menschlichkeit. Die Bundesregierung habe große Hochachtung von der Arbeit der zwei Ausgezeichneten. Generell in diesem Jahr war aber auch die Auszeichnung für den Friedensnobelpreis etwas schwer, denn es gab so gesehen keine großen Favoriten. Klar, die üblichen Verdächtigen könnte man eigentlich sagen, viele erwarten ja auch, wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber einige erwarten ja auch immer noch, dass der
der im letzten Jahr verstorbene Bundeskanzler Helmut Kohl auch endlich mal für die deutsche Einheit irgendwann mal einen Friedensnobelpreis kriegt. Das ist ja in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden, geradewegs auch was in Deutschland aktuell im Moment los ist. Aber es wurden auch unter anderem Namen zum Beispiel genannt, wie die MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung. Aber es gab halt auch zum Beispiel Äußerungen wie Donald Trump. So viel kann man dazu halt auch sagen. Und entsprechend deswegen ist unter anderem nämlich auch die Bewegung halt auch ja, nicht nominiert bzw. nicht weiter vorangekommen. Denn die Osloer Jury hatte nämlich unter 331 Anwärtern entscheiden müssen. Insgesamt nämlich genau, das muss man nämlich auch so sagen, nämlich mit ja, 216 Personen und 115 Organisationen waren nämlich für den Preis vorgeschlagen worden. Ohnehin waren wenige nun vorher bekannt geworden. Ja, damit ist halt auch schon klar, wer dann am 10. Dezember dann groß verliehen wird. Das wird ein großes Bankett sein, beziehungsweise eine große Verleihung. Da wird auch nämlich dann der König von Schweden und halt auch ja, mit dabei sein und alle anderen. Denn, wie schon gesagt, Friedensnobelpreis wird ja nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen. Warum auch Alfred Nobel dies entschied, ist aber auch nicht bekannt. In seinem Testament nämlich steht nämlich der Erfinder des Dynamits nämlich: Die Auszeichnung solle an diejenigen gehen, der am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verkleinerung stehender Armeen gewirkt hat. Also da wäre Donald Trump wahrscheinlich generell schon rausgeflogen. Bei Kim Jong-un und Moon Jae-in, also sprich dem nordkoreanischen Machthaber und dem südkoreanischen Präsidenten, da hat es wohl wahrscheinlich noch nicht so gesehen gereicht. Muss man nur auch mal so dazu sagen. Ja, einen herzlichen Glückwunsch dann auch an dieser Stelle und auch eine richtige Entscheidung, muss man auch dazu mal sagen. Kommen wir dann zum nächsten Thema heute hier bei Update Politik und es geht genauer gesagt wieder mal um Donald Trump. Einem Bericht der US-Zeitung New York Times ich fange noch mal an. Die US-Zeitung The New York Times hat nämlich in dieser Woche einen Bericht rausgebracht, wo nämlich der US-Präsident, der amtierende US-Präsident Donald Trump nämlich in einem Steuerbetrug verwickelt sein. Wir wissen ja sowieso schon seit dem Wahlkampf von vor 2 Jahren und seit seinem Sieg 2016 hat er ja immer wieder erklärt, er habe ja keine Steuern hinterzogen und sieht sich auch nicht verpflichtet, entsprechend seine Steuererklärung zu präsentieren, was ja eigentlich entsprechend Wahlkampfkandidaten immer wieder machen mussten. Aber dass so eine Meldung gut 4 Wochen vor den Zwischenwahlen, die ja im November stattfinden werden, nun kommt, ist schon recht heftig. Trotzdem, die Zeitung beruft sich dabei nämlich auch auf entsprechend einem großen Fundus, die nämlich an vertraulichen Steuererklärungen und Finanzunterlagen nämlich vorliegen, dass nämlich der amtierende Präsident Donald Trump von seinem Vater Brett Trump nämlich Werte aus dessen Immobiliengeschäft im Volumen von heute mindestens 413 Millionen US-Dollar bekommen haben soll. Somit habe er seinen Eltern bei der Steuervermeidung auch geholfen. Unter anderem soll es auch um eine Scheinfirma gehen. Nach Informationen der Zeitung soll nämlich Trump dann damit auch mit seinen Geschwistern diese Scheinfirma gegründet haben, um diese millionenschwere Geschenke seiner Eltern zu verschleiern. Die eigene Steuererklärung ging demnach nicht in die Recherchen ein, die ja sowieso auch da schon, wie schon gesagt, seit dem Wahlkampf oder auch generell schon davor ja eh in der Kritik stehen. Trotzdem sollen insgesamt die Eltern von Trump nämlich und ihren 5 Kindern nämlich 1 Milliarde Dollar überschrieben haben. Darauf wären auch laut dem Bericht nämlich mindestens 550 Millionen Dollar Steuern fällig gewesen. Gezahlt wurden aber deutlich weniger, nämlich 52 Millionen. Derzeit untersucht die Steuerbehörde auch, ob der US-Präsident in der Vergangenheit womöglich auch Steuern hinterzogen hat. Man überprüfe die Vorwürfe in dem Artikel und verfolge, Zitat, energisch alle angemessenen Entwicklungswege, Zitat Ende, so ein Behördensprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ja, aus dem Präsidialamt in Washington kommen natürlich dann das übliche Zitat von Donald Trump, Fake News, und bezeichnete aber auch diesen Artikel als irreführend. Wir wissen ja sowieso, Trump und die New York Times, beste Freunde werden sie nie. Und der Anwalt von Donald Trump, Charles Harder, wies diese Stellung auch in der Zeitung selbst auch nochmal zurück. Zitat, Präsident Trump war praktisch in keiner Weise in dieser Sache verwickelt. Zitat Ende. Ja, ob das stimmt oder nicht, das wird man sehen. Trotzdem, um diese Angelegenheiten hätten andere Familienmitglieder sich schon gekümmert. Die Experten, diese seien keine Experten gewesen und hätten sich auf anerkannte
Profis anscheinend verlassen, so heißt es weiter, um die Enthaltung von Gesetzen voll und ganz zu gewährleisten. Ob Trump dann auch wirklich nur mit dem Startkapital von $1 Million von seinem Vater sein eigenes Imperium aufbauen konnte oder ob es generell halt auch dazu kommt, dass Trump da auch irgendwie wirklich Schmuh betrieben hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Trotzdem mal wieder eine weitere Schmutzkampagne gegen den Präsidenten, der sowieso auch gegen die Medien ja hart vorgeht, auch wenn manche Berichte wahrscheinlich stimmen und weniger wohl auch nicht stimmen. Was sagt ihr? Fake oder nicht fake? Das würde ich mal gerne von euch wissen. Müssen wir so ein neues Format entwickeln. Fake oder nicht fake? Das wäre richtig interessant. Aber was soll's? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Was aber nicht fake ist, ist nämlich die CSU, die ganze Zeit am Mimimi machen ist. Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern sucht nämlich Markus Söder, der Ministerpräsident des, also des flächendeckend größten Bundeslandes, wo ja noch im Moment eine Partei noch regiert. Das wird in zwei Wochen, in einer Woche oder sagen wir mal in 11-12 Tagen anders aussehen. Wird das ja entsprechend anders aussehen. Sucht nämlich nun einen Schuldigen und der hat ihn nämlich auch schon gefunden. Warum die CSU nämlich bei nur noch lausigen 33% liegt. Ja, er zeigt einfach auf den Finger nach Berlin. Das ist ganz einfach, ja. Eigentlich müssten wir dann schon die Sendung beenden, weil es ist quasi das, aber da wollen wir auch noch nicht so viel, denn es gibt ein bisschen mehr zu sagen. Ja, ganz einfach. Wir kommen aber jetzt erstmal zu weiteren Meldungen aus dieser Woche und wir beginnen ebenfalls mit einer natürlich frischen Meldung von diesem Freitag. Und zwar nämlich geht es um das um den Hambacher Forst, denn das Oberverwaltungsgericht Münster hatte nämlich am Vormittag einen vorläufigen Stopp der Rodung des Hambacher Forst verfügt. Die Richter entsprachen damit auch einem Eilverfahren von dem Antrag des Umweltverbandes BUND. Dieser hatte nämlich argumentiert, dass der Hambacher Forst mit seinen Bechstein-Fledermaus-Vorkommen die Qualitäten eines europäischen FFH-Schutzgebietes hat und deshalb geschützt werden muss. Eine entsprechende Klage hatte das Verwaltungsgericht Köln vor einigen Wochen bisher abgelehnt. Im Hambacher Forst sind ja in dieser Woche unter anderem auch die letzten Baumhäuser von Aktivisten geräumt worden und RWE würde gerne Mitte dieses Monats schon mit der Rodung beginnen und dort Braunkohle abbauen wollen. Die Niederlande haben 4 russische Spione ausgewiesen. Nach Angaben der niederländischen Regierung in Den Haag diese Woche haben sie nämlich versucht, die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, kurz OPCW, zu hacken, jedoch ohne Erfolg. Dies geschah schon im April dieses Jahres, teilte die zuständige Justizministerin Anke Bierfeld mit. Sie wurden danach direkt ausgewiesen. Die Spione wollten das Netzwerk hacken. Die OPCW hatte damals die Giftattacke auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter in England untersucht. Die britische Regierung vermutet, dass Russland hinter dieser Attacke steht. Und dann kommen wir zur Wirtschaft. Der Volkswagen-Konzern trennt sich nun endgültig von Audi-Chef Rupert Stadler. Sein Vertrag, der bis Ende nächsten Jahres ging, wurde vernehmlich aufgelöst, teilte der Automobilkonzern aus Wolfsburg und Audi aus Ingolstadt nach Beratungen mit dem Aufsichtsrat mit. Stadler selbst ist seit 3 Monaten in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Betrug im Dieselskandal. Mit der Trennung von Stadler wurde nun auch Platz für einen Nachfolger gemacht. Kommissarisch wird dies noch Bram Schott noch weiter übernehmen, so der Konzern. Mit dem Abgang von Stadler endet auch eine Ära beim Automobilkonzern aus Ingolstadt. Mehr als 11 Jahre stand er an der Spitze der VW-Tochter. Der Bauernsohn aus Oberbayern hatte Betriebswirtschaft studiert, wurde dann Bürochef vom VW-Konzernchef Pirch in Wolfsburg, 2003 dann Finanzvorstand von Audi und 2007 als Nicht-Ingenieur Nachfolger von Martin Winterkorn als Audi-Chef. Tja, das Ende einer Karriere. So viel dazu. Das waren die News der Woche. Mehr News natürlich wie immer auf derchotv.de. Die Wahl in Bayern, die steht bald an. Es dauert nicht mehr lange. Sonntag in einer Woche wird schon gewählt. Dann findet die erste große Landtagswahl in diesem Jahr statt. Die CSU bangt um die absolute Mehrheit und wird sie auch so schnell nicht kriegen. Nach aktuellen Umfragen nämlich verliert sie nochmal 2% und kommt nun im Vergleich zu einem anderen Bayern-Trend im September nämlich auf nur noch 33%. Ja, das ist recht bitter für die Christsozialen und dessen Spitzenkandidat, nämlich Markus Söder, hat aber auch schon den Schuldigen gefunden.
nämlich die Große Koalition in Berlin. Ja, er gibt nämlich die Berliner Regierungskoalition das Ganze nämlich die Schuld, dass sie sich da irgendwie nicht einigen können. Das sind alles Zahlen, die unglaublich geprägt wurden durch die Berliner Politik, sagte der CSU-Politiker der Bild-Zeitung. Söder warnte aber auch davor, dass man diese Landtagswahl als ein Denkzettel für Berlin nun machen könnte oder werde. Das ist halt in letzter Zeit halt auch sehr üblich geworden, dass viele Wähler das als Denkzettel für die Berliner Politik bringen müssten, obwohl man auch weiß, zum Teil ähnelt sich ja nicht die Landespolitik mit der Bundespolitik. Stimmt eigentlich nicht, denn die Landes- und Bundespolitik ähnelt sich zum Teil sehr. Das muss man auch so sehen. Trotzdem sagte Söder auch weiter: Ich will keine Berliner Verhältnisse im Bayerischen Landtag. Ob danach, nach der Wahl am, muss ich nochmal gucken, 15, also am 14. wird ja gewählt, am 15. ist dann auf einmal heißt, man geht eine Koalition mit der SPD ein. Das wäre eher auch zu wünschen übrig. Trotzdem, er kritisierte immer wieder die Arbeit der Großen Koalition, also CDU und seine Partei CSU, mit der SPD. Interner Streit schadet immer, egal von wem er kommt. Ich gebe zu, in Berlin kann es noch besser werden. Und er forderte dazu auch dann die Koalition dazu auf Kompromisse einzugehen und sie auch zu finden. Zitat: Wenn sich Ego frisst, first durchsetzt, führt das zu Unregierbarkeit. Und man weiß ja auch ganz genau, dass ja eine Person und geradewegs auch aus dem Kreise von Markus Söder nämlich gerade für Ego First nämlich sorgt. Parteichef Horst Seehofer, der zugleich auch noch Bundesinnenminister ist. Was wollen wir sagen? Die Flüchtlingspolitik und natürlich die Causa Maaßen stecken nämlich auch dahinter. Man weiß ja auch, der Bundesminister ist ja Minister für Inneres, Bau und Heimat. Von Bau und Heimat hat man in letzter Zeit sehr wenig gehört, eher vom Inneren, und zwar nicht von Inneren von Horst Seehofer. Man weiß es auch nicht. Trotzdem, Söder sprach sich aber auch bei diesem Interview gegen eine Koalition mit der rechtspopulistischen AfD aus. Zitat: Da gibt es null Zusammenarbeit, null denkbares Miteinander für Bayern, kann ich das nicht garantieren. Er bezeichnete die AfD als, Zitat, gefährlich. Trotzdem, es sieht nicht gut aus für die CSU in Bayern. Die Grünen hingegen können sich richtig gut freuen nach neuesten Umfragewerten. Geradewegs auch beim Politbarometer des ZDF liegen sie nämlich an der zweiten Stelle hinter der CSU mit über 4%. Zweistellig, unter 20, aber deutlich höher als die SPD, die wahrscheinlich sogar auch nun den dritten Platz nur noch ja, haben wird. Mal gucken, vielleicht wird es dann doch zu einer schwarz-grünen Regierung kommen. In Bayern sehr unvorstellbar, aber trotzdem, viele können das halt auch so dazu, das auch bezeichnen. Das werden wir halt dann auch am 14. Oktober dann entsprechend sehen. Ab 17:30 Uhr bei uns hier bei Dercho TV auf Twitch, twitch.tv/DerchoTV. Da werden wir nämlich eine Wahlberichterstattung machen zu der Wahl oder zu die Wahl in Bayern, die ja unser Wahlbereich ja ungefähr so heißt. Muss man auch mal so sagen. Ja, Infos aber auch auf unserer Homepage auf derchotv.de. Da findet ihr auch weitere Infos, aber auch aktuelle Zahlen. Und wir werden dann am kommenden Donnerstag bei Thema nochmal auf die letzten Zahlen blicken, bevor dann am Sonntag gewählt wird. Ja, und damit sind wir dann auch schon durch mit Update Politik für den heutigen Donnerstag. Heute Abend um 20 Uhr, also in weniger als 1,5 Stunden vielleicht sogar, deutlich weniger, kommt nämlich ein neuer Podcast raus. Ja, Dercho TV FM wird er jetzt heißen, und da wird es viel zu bereden geben. Und zwar nicht zum Thema dem EU-Urheberrechtsreform. Ich habe es heute echt mit dem Sprechen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber das hat was mit was anderem zu tun. Es geht nämlich um die Urheberrechtsreform der Europäischen Union, Artikel 11, Artikel 13. Darüber habe ich mit dem Cedric gesprochen, der bei uns mal hier Teil des Teams war, der sich ja jetzt auch mit einem anderen Projekt selbstständig macht, und nicht mehr bei uns ist, aber wir werden mit ihm noch zusammenarbeiten. Das wird auch nämlich so sein. In einem der nächsten Streams wird er nämlich auch dann bei uns zu Gast sein, also sprich bei den Wahlstreams, aber spätestens erst am Ende des Monats. Außerdem gibt es morgen dann Update Medien. Da gibt es einiges zu erzählen, geradewegs auch was bei uns intern nämlich abgeht, einiges Positives, aber auch andere Sachen, die uns schon zum Teil, sagen wir mal, ein bisschen voranbringen sollen. Und das auch bezüglich unserer Sportsendung Update Sport, die am Sonntag um 18 Uhr
zu sehen sein wird. Trotzdem, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war es dann auch von unserer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sendung Update Politik. Morgen dann um 18 Uhr Update Medien und am Sonntag Update Sport. Ich wünsche euch noch einen guten Start ins Wochenende und es wird ein bisschen wärmer draußen. Also bis dahin, tschüss.